Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle. Und wir haben in den letzten Folgen das Fahrzeug hier betriebsbereit gemacht mit dem Kettenmischer, mit dem Fahrregler und dem Strommodul. Und jetzt wollen wir auch gleich weitermachen. Das heißt, das Modell soll ja kein Panzer werden, sondern es wird ein Kettenmock. Ich habe die Kabine noch gehabt, war eins meiner ersten Modelle. Und ja, ich weiß, technisch gesehen fährt das Modell jetzt auch falsch herum, von der Aufhängung her. Aber das ist mir hier tatsächlich relativ Wurst, denn so funktioniert das alles. Und er soll noch mal eine Funktion dazu bekommen. Heißt, wir wollen hier hinten einen Kipper einbauen. Und was brauchen wir für den Kipper? Natürlich den dritten Fahrregler. So, darum soll es aber gar nicht gehen. Das heißt, ich löte jetzt einmal schnell hier diesen Fahrregler ein. Bei den anderen hatte ich immer die Stecker dran. Das hier ist ja das ganze Konstrukt für das Fahren. Hier ist der Motor drin. Der kriegt jetzt einmal den Fahrregler. Und dann kommen wir zu dem eigentlichen Thema. Denn ich will ja, dass die Kipperbrücke hoch und runter geht, aber am Ende auch stoppt. Ja? Und da habe ich hier einen Taster schon drin und auf der anderen Seite kommt auch noch mal was rein, dass wenn er unten ist, aufhört. Und dafür möchte ich euch das zeigen, wie einfach und schnell das Ganze geht. Ich löte jetzt schnell das hier ein und dann geht es auch gleich weiter. So, das Ganze ist angelötet und jetzt kriegt er auch noch Strom. Das heißt, wir stecken den hier mit dazu. Ich fülle das mal hier zu den anderen zwei Fahrrädern einfach mit dazu. Und dann haben wir auch schon unsere dritte Funktion am Start. Zwar noch nicht genauso, wie ich das haben will, aber prinzipiell funktioniert es natürlich. So. Das testen wir dann auch gleich. Hier einmal noch dazu. So. Auch der Fahrregler kriegt Strom, hängt am Motor. Und kriegt jetzt noch einen Empfängerkanal. In dem Fall nehmen wir die 2. So. Das ist der hier drüben. Seht ihr das? Der hier ist die 2. Da hängt jetzt der Kanal mit drauf. So, machen wir mal an. So. Und dann schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Die piepsen, der Regler leuchtet. So, und der hier läuft. Das ist ein Spindelantrieb. Das heißt, ich habe hier unten das Gegenstück, einfach eine Welle, die wird nach oben und nach unten gedrückt. Oder halt rein und raus gefahren in dem Fall. So, und nachdem sich das Ganze aber natürlich entweder nach oben hin aushängt oder in die andere Richtung einfach nur richtig festfährt und der Motor das auf Dauer nicht möchte, brauchen wir jetzt Endabschalter. So, hier seht ihr nochmal das Licht. Wenn ich jetzt Vollgas gehe, ist es an. Wenn ich hier nur ein bisschen mache, dann ist es aus und dann ist es wieder an. Ja? So, was mache ich jetzt? Ich möchte, dass der Regler ausgeht, wenn mein Kipper oben ist und nur noch in die andere Richtung fährt. Ja, das heißt, ich brauche jetzt nicht einfach einen Stromunterbrecher oder sowas, weil dann geht der Kipper ja nicht mehr zurück. Und auf der anderen Seite möchte ich, wenn er unten ist, dass er auch hier stehen bleibt, einfach festhält, aber in die andere Richtung natürlich wieder weitergeht. Ja? So, ich habe eine, ich sage jetzt mal, mechanisch gelötete Lösung bei meinen Modellen immer drin. Das heißt, ich habe hier diese vorne und hinten immer diese Dinger mit der Fahne. Hier hinten ist schon einer verbaut. Aber hier hängt nichts anderes dran als nur die Kabel. Also das schaut genauso aus wie hier. Und weil ich jetzt nicht hier großartig was löten will und ich möchte auch mal was anderes probieren, gibt es ein Endlagen-Add-on. So. Dieses Endlagen-Add-on ist auch dementsprechend einfach gestaltet. Das heißt, ihr klemmt das hier einmal zwischen Regler und Empfänger. Und hier habt ihr dann die Anschlüsse Minus, Endlage, Endlage. Und dieses Minus ist nicht das Akku-Minus an sich, sondern ist auf Minus geschalten. Das heißt, ich habe einen Anschluss von beiden Schaltern, vorne und hinten, Minus, geht zu den Schaltern. Und wenn der jetzt hier auslöst und einen Kontakt schaltet, dann kriegt hier Endlage 1 oder Endlage 2 kriegt Bescheid. Stopp! Hier geht es nicht weiter, nur noch in die andere Richtung. Ja, das ist der Sinn und Zweck dieses Add-ons. Die Geschichte hier mit Löten und
Sperrdiode und so weiter. Wie gesagt, das ist so, dass die teilmechanische Lösung ist nicht mechanisch, aber die Lösung, die ich ja sonst immer oft habe, die natürlich das Problem hat, ich brauche etwas, was hier diese drei Anschlüsse hat. Dieses On braucht einfach nur einen Kontakt, der geschlossen wird. Das heißt, es spielt hier keine Rolle, ob ihr das mit einem solchen Schalter macht. Und ich habe jetzt hier mal das Ding. Wenn ihr sowas habt, die haben alle hier so eine Funktion meistens, wo ihr hier mit diesem, schaut aus wie das WLAN-Symbol. Und damit kann ich das testen. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Stromkreis schließe. Moment, der jammert hier mir zu viel. Ja, ist ja gut. So. Wenn ich hier einen Stromkreis schließe, dann pfeift der. Das heißt, ich zeige es euch einmal an dem Regler hier. Oder an dem Taster für hinten und für vorne. Das heißt, ich habe jetzt hier das, was wieder zurückgeht und das, was kommt, so gesehen. Oder andersrum. So, das ist klar. Ist aber überhaupt kein Hexenwerk. Wenn ihr sowas habt, dann könnt ihr das auch vorher testen. Das heißt, wenn ich es jetzt ganz links und ganz rechts anstecke, dann habe ich es jetzt schon geschlossen. Das hilft mir natürlich nicht weiter. Das heißt, ich brauche den mittleren und einen äußeren. Ja, davon. Aber ihr könnt natürlich einen anderen nehmen. Ich habe hier nochmal so einen kleinen Taster. Auch hier können wir es einfach testen. Okay, hier habe ich immer Kontakt. Hier nicht. So, hier habe ich Kontakt, wenn ich taste. Der ist natürlich viel schöner und viel kleiner. Dann habe ich noch hier so einen Taster von so einer Platine. Auch hier müssen wir mal gucken, wo hier... Da ist immer. Hier ist nicht immer, oder? So. Also, wo ich es anklemmen muss. Das heißt, auf der einen Seite komme ich vom Modul mit dem Minus und dann gehe ich wieder zurück. Und auch hier ist es so, dass ich diesen Kontakt herstellen kann. Also alles, was einen Kontakt herstellt und einen Kontakt schließt, löst den Endanschlag aus. Ihr würdet hier technisch gesehen natürlich auch mit zwei Metallen einfach etwas schließen können. Das heißt, wenn ich sage, ich fahre auf irgendwas drauf, wenn das jetzt hier aus Metall wäre, oder ich mache hier eine Metallplatte und sage, in dem Moment, wo der unten ist, habe ich den Kontakt. Geht, habe ich auch schon probiert, aber das Hauptproblem ist hier, der Motor hat immer ein bisschen Nachlauf und der zieht das Teil dann wirklich fest da drauf. Ja? Und wenn ich eben hier jetzt schon relativ am Ende bin mit meiner Spindel, könnte das etwas problematisch werden, weil ich dann doch viel Zug habe. Was ich viel genialer finde, ist das hier. Und zwar sind das Riedkontakte, also sprich Magnetschalter. Die sind so groß wie so eine, Sperrdiode im Endeffekt. Oder wie so ein Widerstand, ein bisschen größer wie so ein Widerstand. Wo man sonst bei den LEDs einlötet. Dazu gibt es jetzt hier auch ein paar Magnete. Machen wir da oben hin. So, und jetzt habe ich hier einen Schalter und den kann ich natürlich auch irgendwo unten rein, weil ich habe jetzt nichts Mechanisches mehr und das ist das, was mir am besten gefällt, denn etwas Mechanisches, wie jetzt hier diese Fahne, kann mir natürlich irgendwann mal rausbrechen, kann irgendwo mal verdrecken, dann habe ich irgendwie Dreck drin, dann löst der nicht mehr aus, macht was kaputt und jetzt gerade zum Beispiel bei meinem Dumper, wenn da die Endabschalter nicht funktionieren, der reißt halt die Kipperbrücke einfach runter. Ja, da nimmt er keine Gefangenen, der Motor, der dreht da einfach komplett durch und reißt einem das aus der Hand. Das will ich nicht. So, jetzt habe ich keinen Kontakt und jetzt da kann ich sagen, den montiere ich unten hin oder klebe oben rein und unten mache ich den Magneten hin und wenn der Magnet herkommt, habe ich den Kontakt geschlossen. Und das ist eigentlich das Geniale, denn hier habe ich nichts Mechanisches. Ich kann es sogar innen reinbauen, weil ich der natürlich ein bisschen eine Deckschicht auch verträgt. Ich kann es lackieren. Er muss nicht direkt drauf liegen, also es reicht, wenn er in der Nähe ist. Also er löst jetzt hier schon aus, was immer. Ja, 2,5 mm sowas bin ich weg und er löst aus. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Nachlauf bis dahin. Ich kann, wie gesagt, ich kann es unten reinbauen. Ob es jetzt hier beim Alu funktioniert, ob das nicht zu dick ist, weiß ich nicht. Ich kann es testen. So. Geht. Also ich könnte es tatsächlich unten reinbauen und den Magneten hier einfach oben hinkleben und hätte meinen Endabschalter hier vorne schon drin. Ist das nicht genial? Ist das nicht genial? So. Aber ich will euch nicht komplett verwirren und ich bin mir sicher,
Wir werden in einem anderen Modell und in einer anderen Anleitung dieses Ding hier nochmal verbauen. Jetzt wollen wir aber das Endlagen-End-On endlich einbauen. Das heißt, ich nehme einmal meinen Fahrregler. Hier steckt den aus. Steck an die gleiche Position, das war der Zweier, steck an die gleiche Position hier meinen Endlagen-Add-on, steck das hier ein, auch hier ist es beschriftet, so, schwarz ist unten, jetzt ist es schon dran, das war es auch schon, was ich hier großartig machen muss, jetzt brauche ich einen ganz kleinen Schraubenzieher, ich muss einmal die Kabel hinmachen, ich lege jetzt hier die Folie ein bisschen drüber, drücke mal einfach ein bisschen weg. Nochmal. So. Das heißt, ich habe einmal ein gemeinsames Minus und ich mache jetzt vorne der Einfachheit halber auch einen Taster hin. Okay? Wir machen also hinten einen Taster und vorne einen Taster. Was drunter. So. Und jetzt nehme ich von beiden einfach dieses Minuskabel. Ich hoffe, das geht jetzt da rein, weil das ist echt klein. Ansonsten müssten wir es löten und nochmal einen eigenen Ding hinmachen. Ein dünnes Kabel hinmachen. Ich guck gerade mal, ob ich beide da hineinbekomme. Ja, geht. Ist friemelig, gebe ich zu. Aber es geht. Aber ich schätze, jedes andere Schraubding hätte einfach das Modul natürlich auch unnötig groß gemacht. So. Aber ich hätte ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich löte hier einfach die zusammen und gehe dann auf ein kleines Kabel. So. Heißt, wir haben jetzt Minus. Das heißt, beide Endlagenschalter sind versorgt erstmal mit einem Impuls, mit dem Minusstrom. Und jetzt mache ich mal einen, den vorderen mache ich mal auf 1 und den hinteren mache ich mal auf 2 und dann sehen wir schon, was passiert. So, 1 und 2. So, das war's auch schon. Das ist das ganze Werk des Endlagen-Add-ons. Und jetzt sind die beiden hier aktiv. Das heißt, wir schalten das Ganze einmal ein. So, seht ihr hier unten den... Seht ihr das? Ja, oder? Ist zu sehen. Also hier unten haben wir die Spindel. Und wenn ich jetzt hier... Ah, Moment, ich muss einmal einlernen. Null. So, Moment. Irgendwo löst er schon aus. Habe ich irgendwo Mist gemacht? Hä? Einer von beiden... Also der hier löst scheinbar schon aus, weil ich hier irgendwas angestellt hat. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt gleich mit den Kontakten. Wir machen es einmal schnell aus. Der hintere Schalter hat irgendwie eine Macke. Aber das ist ja hervorragend, denn dann probieren wir das gleich aus. Ich wollte es eigentlich in einem anderen Video machen, aber dann soll es so sein. Dann werden wir den hier hinten hinbauen. Und den hier halt vorne. So. Entschuldigt, dass ich jetzt hier mit den Klemmen noch umeinander arbeiten muss, aber es geht nicht anders. So. Jetzt nehmen wir hier unseren Reed-Kontakt. Gucken. Ein bisschen umbiegen. So. Hier ist unser Magnet. Hier haben wir unseren Taster. Angeschlossen ist alles. So, schauen wir mal, ob das Ganze jetzt funktioniert. Ja, das schaut besser aus. Ich mache nochmal die Nullpunkterkennung. Blinkt dreimal. Wunderbar. Also es war der Taster hier hinten, der irgendwie einen Knackzweck hat. Und jetzt kann ich ganz normal in beide Richtungen fahren. Wirklich, dass man sieht. Also hier ist der Ding. So, und wenn ich jetzt hier einen auslöse, ich sage jetzt mal, das müsste der hier sein, genau, ich fahre jetzt, der löst aus, ist immer noch ausgelöst, das heißt, ihr seht, dass es blinkt,
Und jetzt kann ich aber in die andere Richtung fahren, bis der hier aufmacht. Und jetzt kann ich wieder in beide Richtungen fahren. Und genau das macht dieses Modul. Wie ihr seht, es ist einfach dazwischen gesteckt. Es sind nur die Kabel dran. Wenn das jetzt so wäre, dass natürlich der hier hinten ist und er auslöst, wenn ich hoch runterfahre, also genau verkehrt rum ist, dann müsst ihr die einfach nur einmal umstecken, die zwei roten Kabel. So, also wir testen es nochmal. Jetzt geht es in beide Richtungen. Wenn ich jetzt nach oben drücke und hier hinten auslöse, dann geht es nicht mehr weiter und er fährt nur noch zurück. Ja? So, jetzt probieren wir das auf der anderen Seite nochmal. Das heißt, wir haben ja hier unten unseren Readkontakt. Ich drehe das mal so ein bisschen, vielleicht seht ihr dann das auch. So, also ich kann wieder in beide Richtungen fahren. Und jetzt löse ich mal unseren Readkontakt hier aus. Hier ist der Magnet. So. Jawohl. Ah, okay. Aber der hält es nicht dauerhaft, oder? Doch. Doch, ich wackel nur. So, also ihr seht, jetzt ist es ausgelöst. Jetzt geht es nur noch in die andere Richtung zurück, bis der hier offen ist. Und hier bleibt er wieder stehen. Ja? Also funktioniert auch einwandfrei. Ich glaube, bei den Kontakten ist ein bisschen frimmelig, weil man natürlich genau gucken muss, dass der Magnet dann auch am Ende des Tages genau darauf trifft. Aber ihr seht, wenn ich hier in die Nähe komme, das Modul löst immer aus den Endanschlag, genauso wie wenn ich eben einen Taster drücke. Ja? Also, das funktioniert einwandfrei. Und genau, ich baue das Ganze jetzt einmal zusammen mit den fertigen Endanschaltern und dann zeige ich euch das nochmal. Soweit ist jetzt alles drin. Wir haben hier hinten, habe ich den Endschalter jetzt mal gelassen, habe einfach neu hingelötet, einen neuen Schalter. Und hier habe ich jetzt den mal provisorisch hier außen hingeschraubt. Der bleibt nicht hier außen, schaut behämmert aus, aber hier kann man jetzt natürlich schön die Funktionsweise dann sehen. Und jetzt bauen wir einmal die Brücke hier ein. So, ja, ist gut. So, wir sollten das Modell natürlich auch einmal anmachen. So, machen wir hier schon mal ein bisschen rein. Die Befestigung hier hinten rein. Und was ich immer empfehle, ist vorher mal zu testen, ob es auch wirklich so funktioniert. Das heißt, ich fahre einmal runter und drücke hier gleich mal drauf. Okay, geht. Ich fahre hoch und bevor er da ist, drücke ich schon mal drauf. Denn jetzt kann ich natürlich noch viel besser reagieren, als wenn ich hinten dann merke, okay, bin jetzt auf Vollzug drauf gefahren. Ich zeige euch das Ganze jetzt einmal. So, Fernbedienung sieht man, glaube ich, auch. Das heißt, ich kann jetzt hier runterfahren. Der drückt den Taster, bleibt einfach stehen. Also hier passiert gar nichts mehr, aber ich kann in die andere Richtung hochfahren, bis ich hier hinten den Taster drücke. Machen wir nochmal. Ich glaube, man hat sich richtig gesehen. Hier ist der Taster. Der wird gedrückt. So, es passiert nichts mehr, aber ich kann einfach wieder nach unten fahren. Und genau dafür ist das Modul gut. Es ist furchtbar einfach zu installieren. Ihr habt es gesehen. Ich habe im Endeffekt hier einmal die Schalter mit drei Kabeln bestückt. Und ansonsten wird es einfach nur dazwischen geschalten. Und schon funktioniert dieser End-Up-Schalter einwandfrei. Das war auch schon der ganze Zauber. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Abonniert den Kanal, macht die Glocke an, dann kriegt ihr auch was mit. Und ihr unterstützt natürlich mich und meinen Kanal für neue Projekte. Kostet euch natürlich gar nichts. Und in den nächsten Videos möchte ich euch ein bisschen zeigen, nochmal die anderen Module für Licht, die unterschiedlichen Fahrregler, wo so die Unterschiede liegen, was welcher kann und warum ich den nehmen sollte. Genau. Und ich hoffe, ansonsten hat es euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.